gegen Nüßlein wird unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken ermittelt. Nüßleins Anwalt teilte mit, dass sein Mandant die Vorwürfe für nicht belesen sehe. Auch Corona-Korruptionsskandal im Bundestag, Razzia bei CSU-Politiker. Razzia beim Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag, Georg Nüßlein, 51. Verdacht, Steuerhinterzieher. Am Mittag durchsuchten er. Es sei derzeit aber noch nicht absehbar, wann sich Nüßlein im Rahmen dieser offenbar komplexen Ermittlungen zu Einzelheiten äußern kann. Betonte Rechtsanwalt Gero Himmelsbach. Lesen Sie auch: Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte am Donnerstag deswegen 13 Objekte in Deutschland und in Liechtenstein durchsuchen lassen und Beweise gesichert. Weitere Angaben machten die Ermittler auch am Freitag nicht. Es sei noch unklar, wie lange die Auswertung der beschlagnahmten Dokumente dauern wird, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Klaus. Neben Nüßlein gibt es in dem Verfahren noch einen zweiten Beschuldigten, dessen Identität aber unklar ist. Maskenskandal bei CSU-Politiker Georg Nüßlein soll 650.000 Euro Beraterhonorar kassiert haben. Quelle: Bild teilen, twittern, per Mail versenden. Der Bundestag hatte am Donnerstagvormittag zunächst die Immunität des aus Münsterhausen, Landkreis Günzburg, stammenden Abgeordneten auf. Unmittelbar danach begannen die Durchsuchungen unter anderem des Bundestagsbüros Nüßleins und seines Wahlkreisbüros in Günzburg. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen waren allein in Bayern mehr als 30 Beamte von Landeskriminalamt und Steuerfahndung an den Durchsuchungen. Unmittelbar nach den Durchsuchungen hatte Nüßlein zunächst zu den Vorwürfen gestellt. CSU-Politiker gehört dem Bundestag seit 2002 an. Seit 2014 ist er stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Nüßlein kümmert sich schwerpunktmäßig um die Themen Umwelt, Naturschutz, Gesundheit, Wirtschaft.